So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Das da. Ah, müssten wir heute ankommen? Also in der Folge jetzt. Also für euch schon heute. So viel haben wir nicht mehr vor uns. Was? Irgendwie 200 Kilometer oder sowas hatten wir noch. 270, 250, irgendwie so in dem Dreh. Quasi ein Katzensprung. Doink. Auf geht's. So. Ein Pisswetter. Diese Betonblöcke da, oder was auch immer das waren, diese grauen Dinger da. Ach, das funktioniert wieder. Die Straßenbahnampeln, Signalanlagen, whatever. Sehr gut. Das ist ja so Strich für freie Fahrt. Punkt ist irgendwie Warnung oder sowas, also quasi halt erwarten. Beziehungsweise kannst bald abfahren. Und dieser Querstrich ist halt Halt. Das, was bei uns halt rot ist. Kann man also schon vereinfacht sagen, dass du da grün, gelb, rot hast. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Nein, diese Ampeln, die hassen uns. Was ist denn los mit denen am Anakholm? Wattennebel, ey. Wobei ich immer nicht weiß, ob es der Nebel da, also Nebel darstellen soll, oder ob der Nebel nicht eigentlich eher begrenzte Sichtweite aufgrund der ganzen Regentropfen darstellen soll. Aber ich meine, so stark Regen, dass man, das ist so, es sieht wirklich eher aus wie Nebel. Nach 200 Meilen bis zum Ziel. Kilometer. Rechts.
Wir waren ja jetzt Zeit ohne Musik hier, wo nämlich gerade schon, warum es so chillig ruhig ist. Wie sieht es denn überhaupt aus? Wir haben noch 4 Stunden. Ja, wir brauchen noch 3 Stunden. Sollte also alles passen. Weil eben durch die Fähre ist unsere Zeitrechnung durcheinander. Weil die Fähre etwas langsamer ist als das, was wir so machen würden. Glaube ich. Eigentlich schon. Gut, andererseits ist es ja auch wieder einberechnet, ne? I don't know. Warum ist mein Tempomat aus? Ah, Leute. Einmal mit Profis arbeiten. Ich tucker hier die ganze Zeit auf der Autobahn lang. Oder ich tucker nicht mehr, ich roll ja. Das war ja. Da war ja kein Tuckern. Kein Verkehr hier gerade. Hat nicht los. Ausgestorbene Geisterstadt. Ah, jetzt kommen sie wieder. Bitte links halten. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts. Halt. So. Der Nebel wird auf. Himmel ist auch schon klar. Also bei der Ring aufhören. Aber die Musik kommt mir gerade so leise vor. Also wahrscheinlich wieder ein schlecht gemastertes Lied. Und das Ring vorbei.
davon ist das hier. Aber wir haben noch 60 Kilometer vor uns. Okay, geht da immer groß im Kreis rumherum. Ah ja, stimmt, da klar ist ja dieses Lati, da ist ja dieser riesige Umweg, den ich da fahren muss. Da muss ich ja erstmal dran vorbei, dann rechts um die Kurve, damit ich links über die Autobahn wieder rüber kann, damit ich dann da hinten nochmal ein paar Kurven hin und her dunkeln kann. Irgendwie so. Wie war denn das eigentlich? Wollten wir uns hier gleich die Garage kaufen? Oder haben wir die schon gekauft? Ne, haben wir schon gekauft. Was wollte ich denn bei der Garage? Wollten wir nicht irgendwas hier machen bei der Garage? Gleich? Ich sollte mir doch nochmal meine alten Wüste angucken. Irgendwie ist mir gerade so, als wenn ich da was machen wollte, aber ich weiß nicht mehr. Wow. Was? Weißt du, da vorne sind zwei Schlaufen. Ja. Da ist unser Ziel, deswegen haben wir schon von hier aus gesehen. Aber sind wir einmal schön sauber drum herum gefahren. Und hier hinten haben wir halt zwei riesige Schlaufen. Noch mehr Umweg geht halt nicht so. Ah ja, schon echtes Drecksdorf hier. Ach, freue ich mich wieder auf die Kommentare. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Fahr doch! Fahr doch! Biege nach rechts ab. Oh mein Gott. Was? Wo denn? Hä? Wo ist der gerade gegengefahren? Das ist, links war alles frei, rechts war alles frei. Wo ist der Flieger gerade gegengefahren? Ruhe. Immer schon auf den Verkehr achten. Da war doch gerade gar nichts. 11% Schaden, verdammte Scheiße. Ah, hier wird es auch spaßig mit dem Schild da links. Da wird das Ausschwenken richtig schön behindert. Vor allem, weil da auch noch eine Insel ist. Das heißt, ich habe auch kaum Spiel zum Rumspielen. Also hier halt richtig schön nah rauffahren, in der Hoffnung, dass das reicht. Ja, sieht gut aus. Hier kommt. Da ist ja richtig Stau, Alter. Ganz viele LKWs hintereinander. Biege nach links ab.
Unsere Garage! Wir lieben dich! Wow! Das war mal eine lange Strecke, ey. Alter, ey. Verbrauchter Kraftstoff 2000 Liter. Ja, moin. Ich weiß noch, haben wir ein Level geschafft? Verarschen? Kann ich mich selber? Ich dachte, wir kriegen locker 2 Level. What the? Ja, das Lied ist gerade so mein Gefühlszustand, ne? Na gut. Erstmal zeigen wir die Dinger hier zurück. So. Und dann schauen wir mal weiter. Müssen wir mal jetzt gucken hier. Da hat sich noch nichts geändert, oder? Ne. Alter, wie lange braucht denn? Was macht denn eigentlich gerade? Kartenansicht. Da unten ist er. Naja. So, wollen wir mal gucken, was ist jetzt eigentlich gerade aktuell Phase? Also, wir haben hier jetzt die Garage. Ach, das ist sogar unsere Heimatgarage. Ah. Wollten wir deswegen hier hinfahren? Hatte ich hier irgendwas voll gehabt? Auf jeden Fall hole ich erstmal. Ich würde mal sagen, die nächste Aufgabe, die wir machen, ist auf jeden Fall mit unserem Auflieger. Das heißt, wir fahren erstmal zu unserer Garage. Gucken mal. Wie sieht's aus? Schlafen wollten wir, tanken brauchen wir nicht. Achso. Rundumbeleuchtung können wir jetzt auch ausmachen. Oh. Blinky blinky. Wow, ausgeblinkt. So, jetzt sollen wir bei der Werkstatt vorbeifahren. Gucken, ob wir hier mit dem LKW was machen können. Wobei, wir haben ja schon 57 PS. Nevermind. Wollen wir was Besonderes machen mit dem LKW? Wir gucken mal rein. Ich weiß noch, irgendwas wollten wir letztens machen, konnten wir aber noch nicht, weil ich noch nicht das Level dazu hatte. Ich meine, gut, wir haben jetzt auch nur ein Level dazu bekommen. Also, ich weiß nicht, ob sich da jetzt irgendwas geändert hat. So. LKW-Konfigurator. Wir haben immer noch unsere 2-Achser, ne? Das wollte man das letztens machen. Drei-Achser schon geil. Und da haben wir schon das Höchste, was geht. Getriebe haben wir auch schon. Ah, das ist sogar das Getriebe, wo ich bis 160 fahren kann. Ah, nice. Also 163. X Michelin Energy. Nee, war doch F, oder? Ja, F 2020. Energy F2 da. So, du bist ein D2. So. Haben wir schon mal einheitlich. Schon mal sehr praktisch. So, mal gucken wegen den Reifen, aber die Reifen sieht aus wie als wenn alles Standard wäre. Ach, Reifen haben wir gerade gemacht. Eben bei der Radkappe, ne? Müssen wir gucken. Wobei ich.
alles mit den Felgen würde wahrscheinlich kacke aussehen. Sollte man also eher gucken, ob wir nicht denn doch lieber wieder die Standardfelgen benutzen. Das ist schon eher so meins. Aber bitte in Weiß. Das ist doch schon. Wobei das jetzt das Rad ein bisschen raussteht, ne? Ich glaube, das wäre doch schöner von der Optik her. Ja, bei dem steht ein bisschen das Rad so sehr raus. Das ist ja, ne, das ist nicht gut. Ich glaube, wir bleiben fast bei dem Standard-Ding. Bei den anderen, da steht das Rad definitiv zu sehr raus. Also, hier müsste ja schon Standard sein. Genau. Standard-Gloss. Nee, Chrom sieht bei europäischen LKW scheiße aus. Ich weiß nicht, also meine Meinung, ja, aber... Ich finde, Chrom passt zu europäischen LKWs gar nicht. Nicht, wenn du nicht die richtige Lackierung dafür hast. Aber ansonsten. Ne. So, hier euer Standard. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Können wir richtig Schwertransporter hier fahren? Nice. Also ist der hier, die Radkappdinger fehlt noch? Da. Pop. Pop. So. Aber mittlerweile eigentlich serienmäßig fast alle LKWs. Also. Man sieht kaum noch LKWs ohne die Dinger drauf. So, was ist hier eigentlich? Ne, Schutz brauchen wir nicht. Ja, gut, ich mach jetzt mal auf den. So. Ne, bin ich eigentlich kein Freund von. Wir hätten uns. Verdammt. Okay, mach erstmal für die Folge Feierabend. Da gucke ich mal, was wir eigentlich in der letzten Aufnahmesession, was da gesagt hatte. Und dann holen wir mal unseren Auflieger und gehen mit dem zusammen zur Werkstatt. Weil da kann ich nämlich den Auflieger auch ankoppeln und als Gesamtgespann mir angucken. Weil so ist die Frage, was gut aussieht, was nicht gut aussieht und so. Von daher, bis zur nächsten Folge.